Hi ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Königsmacherfreunde zu Majesty Gold HD. So, wie immer erst einmal Improved Guards aktivieren. Dass ihr auch ja immer schön seht, dass ich nur diese einen einzige Mod aktiviert habe und nicht irgendwie cheate. Außer ihr kreidet mir das hier schon als Cheaten an, aber ich finde, die Mod sollte man anmachen. Weil sonst sind Guardhäuser fast nutzlos eigentlich. So, nö, wir wollen nicht hier hin. Wir wollen Load Game machen und Clash of Empires weitermachen. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Hard work is its own reward. So. Sind wir schon volle Kanne wieder drin? Ja, diese Wetterpuls, die sind irgendwie seltsam. Gegen meine Zwerge scheint sie nämlich schon mal gar keine Chance zu haben. Und ja, wir kriegen wieder Gold rein. Die Goblins zerstören hier ein bisschen die Rattenlöcher. Und meine Warrior auf Discord sind auch ordentlich beim Angreifen. So, ich werde mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen, indem ich die beiden Guard Tower hier einreiße. So, hier der Schmiede, weiter forschen. Wir haben hier jede Menge Visitors gerade im Marketplace, deswegen lasse ich das mal. So, Hall of Bounties, können wir ein Bounty? A Long Duration Bounty oder Monster Type, das kostet mich halt Geld. Vanquished? Goblin Priest? Na gut. Majesty, the local blacksmith offers new services. Was ich aber lieben gerne hätte, wäre Magic Bazaar mittlerweile. Ein Outpost brauche ich. Oh, ist hier jetzt gerade irgendwer verreckt? Das klang nämlich so, als ob wir den Kultisten verloren haben. So, wir können einen Market Day ausrufen, weil gerade ist niemand drin. Du hast keinen Heiltrank, also helfe ich da mal ein bisschen nach. Ja, die Veteranengarde, die Veteranenwache hier kommt ziemlich gut mit den Goblins klar, weil sie Level 5 geworden ist mittlerweile schon. Und sie kriegt sogar Unterstützung von der Palastwache, was ich gut finde. So, jetzt können wir den Magic Bazaar bauen. Müssen nämlich noch gucken, wo die Goblins hier noch großartig Lager haben. Hier nämlich noch. Und langsam mal, jedenfalls das nördlich und südlich von uns, nach und nach ausmerzen. Und vielleicht sparen wir mal etwas Gold zusammen, um den Palast auf die letzte Stufe zu bringen. So, Magic Bazaar ist komplett. Das heißt, wir können die Tonics erforschen. Der Discord Warrior hier ist. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Danke, Edward.
Oder Edwin. Auf jeden Fall von Fairweather. Ist unser Berater. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, unser Discord-Warrior hier ist unnachgiebig. Der will unbedingt die Goblin-Festung hier einreißen. Der ist da oben bei Futter, so wie er von Ratten umzingelt ist. Majesty, the local blacksmith offers new services. Er levelt aber gut. So, ich kann den Palast noch mal upgraden. Da sind Orks und Goblins wieder ordentlich am sich kloppen. Hier habe ich doch gar keinen Veteranengard, sehe ich gerade. Natürlich kümmern sich auch unsere Truppen mit drum. Yay. Da reißen die Discord Warrior auch ordentlich Zeug ein. Okay. Your Highness, we've improved the guardhouse. In the name of the sovereign. So, Market Day, dann kann der Steuereintreiber da mal ordentlich Geld abgreifen. Sag bloß, wir verlieren da unten gerade Discord Warrior. Ja, wir haben zwei Discord Warrior verloren. Okay, die Goblins sind gerade ein bisschen pisst. Das ist nicht so schön. Aber wir kriegen das hin. Du bringst die Einnahmen vom Markt. Sehr gut. Das heißt Magic Bazaar upgraden. Und jetzt geben wir mal Reward Flex auf die beiden hier oben. Ach ja, und ich nehme hier den Reward mal wieder zurück, dass das nicht aus Versehen wieder passiert. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Sovereign, a building has been upgraded. Jo. Eine Regeneration Potion hätte ich zum Beispiel gern mal. More work to do. Und ein Discord Warrior. Da kommen beide Zwerge. Ich wollte gerade sagen, was ist da Gelbes, aber das ist ein Taurus. Der Taurus kloppt sie mit dem Goblin. Yay. Das gefällt mir. Wetterpulse. Rattenmensch hat keine Chance gegen meinen Zwerg. So, da müssen wir mal erstmal gucken, dass wir hier oben die Ratten weiter ausdünnen, weil die Goblins, die sehen ziemlich geschwächt aus mittlerweile. Auf jeden Fall den nächstgelegenen Red Den noch auslöschen. Die beiden oberen, die können noch warten. Wer hat's auf die Dings abgesehen? Ein Discord Warrior. Da geben wir mal ein bisschen mehr drauf. Achso, die Zwerge sind jetzt erstmal gerade damit beschäftigt, die Rattenmenschen hier zu kloppen. Wetterpult. Terrible, terrible, terrible. Macht das Ding überhaupt was?
Does heavy damage by hurling an explosive round. Aber im Nahkampf kann das Ding einfach gar nichts. Ich meine, der Minotaurus, der fühlt sich da nicht gerade sehr angesprochen von. Ja, meine beiden Guardsmen haben gerade die Troll da gekillt. Das ist auch sehr schön. So, noch die Stärke-Potion erforschen. Dann sollten sie da alles... Oh, wir haben einen Kultisten verloren. Der Zwerg da macht Solo One. Oh, da ist wieder eine Massenkeilerei aufgetaucht. Der Taurus da, der reißt gerade die Gegner, die Goblin Base ein. Waiting a Lair. Ach, du greifst erstmal den Goblin Hovel an. Destroy this letter to prevent your enemy from reinforcing with additional forces. Wer war das gerade? Sag bloß, mein einer Zwerg wurde da oben überrannt. Ja, scheinbar wurde er da oben überrannt. Ich könnte natürlich eine Hall of Champions, also nicht eine Hall of Champions, sondern eine Dings bauen. Ein Mausoleum. Und könnte dorthin wiederbeleben. Frag mich, wie teuer das wäre. Bauen wir es einfach mal. Finden wir es heraus. Ach so, wenn ich da oben drauf klicke, dann sehe ich die Golds. Auch gut. Sovereign, a building has been upgraded. Die nehmen gerade ordentlich Schaden, die Goblins hier durch den Discord Warrior. Die Discord Warrior sind halt auch stark. Also jedenfalls im Schaden austeilen. Aber ihre Rüstung ist halt nicht so toll. Wie zum Beispiel bei Paladin. Oh, das ist der Goblin Overlord. Hat der vorhin so rumgebrüllt vielleicht? Achso, hier können nur Helden belebt werden, die nachher gestorben sind. Oh, das war ein bisschen Geld zu viel. Weil wir haben mittlerweile auch die böse Musik jetzt, also die, dass der Endboss eigentlich gekommen ist, wenn es einen gibt. Sovereign, a building has been upgraded. So, deswegen habe ich jetzt auch... Oh, wir haben hier ein Graveyard. Aber in dem Graveyard können wir halt niemanden wiederbeleben. Oh, der wollte jetzt gerade wirklich dieses eine Goblin-Ding am Leben lassen. Der muss vielleicht noch zweimal draufhauen. Okay, dreimal. Den Goblin-Champion hat er weggenutzt. Was zur Hölle habt ihr, dass ihr... Firebomb? Oh, krass.
Missiles of Bows and Crossbows werden feuerig. Das ist cool. We are victorious, Your Majesty. Jawohl. At last our streets are peaceful again. Albeit drenched in goblin spittle and littered with rat dander. Hopefully, these two factions have thoroughly spent their pointless aggressions. Now, if you'll excuse me, Your Majesty, I need a good bath. Ja, alles ist voller Goblin-Spucke und Rattenkot. Statistik. Ja, viel Gold haben wir. Wir haben fast die Hälfte wieder gehabt, was wir am Anfang hatten. Haben aber genug Gold ausgegeben. Wir haben ein Gebäude verloren. 17 Helden. Ja.